Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren! Also Grundlage für diese Debatte sind zwei Anträge der Linken. Ich will einfach noch mal den Titel vorlesen. Gerechte Krankenversicherung für Selbstständige in der gesetzlichen Krankenversicherung und gerechte Krankenversicherungsbeiträge für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Versicherte. Jetzt sage ich noch mal, man müsste, wenn man nicht weiterliest, glauben, die Linke hat jetzt ihr Herz für alle Selbstständigen entdeckt. Ich war selber 12 und Jahre, das ist gut so, weil Selbstständige verdienen, und zwar immer, nicht nur in dieser Debatte, unsere Hochachtung, weil sie sind selbst für sich und ihren Arbeitsplatz und ihre Mitarbeiter zuständig. Sie kümmern sich selbst und ständig um Arbeitsplätze. Das muss hier einfach mal gesagt werden. Und deshalb haben Sie unsere Hochachtung. Jeder Unternehmer arbeitet mit großem Risiko. Und manchmal sage ich auch, jeder Unternehmer haftet ganz allein für das, was er tut, für seine Gesellschaft, für sein Unternehmen, für seinen Arbeitsplatz und verschuldet sich gelegentlich, auch in Bürgschaftsform, bis zur letzten Kaffeetasse im Schrank. Und das muss man mal sagen, weil ich gerade von Ihrer Seite immer wieder höre, das sind die Schurken der Nation. Jetzt sage ich es noch mal. Entschuldigung, es ist wichtig, dass jeder Selbstständige Hochachtung verdient. Wir haben in Deutschland, Sie haben die Zahl 4,2 Millionen gesagt, in der Anhörung wurde auf 3,5 Millionen abgestellt. Das lassen wir jetzt so dahinstellen. Aber ehrlich gesagt, noch mal zur allgemeinen Kenntnis, 60% dieser Selbstständigen sind freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Und das macht im Grunde genommen 50% von diesen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert sind, haben ein Jahreseinkommen von 23.000 Euro. Und das ist das Problem. Da sind wir uns in der Analyse einig, glaube ich, hier fraktionsübergreifend. Davon kann man keine Familie bestreiten. Und trotzdem muss ich noch mal hinweisen, dass auch Solo-Selbstständige gelegentlich verheiratet sind in einer Ehegemeinschaft oder in einer Bedarfsgemeinschaft, wie auch immer, mit Partnern zusammenleben. Und deshalb ist auch dort die Frage der Versicherung zu prüfen. Denn wenn man in Partnerschaft, in Familie lebt, ist praktisch die Möglichkeit, die wir ja für geringe Einkommen auch haben, nämlich sogar die Aufstockerleistung zu beantragen, nicht so einfach, weil man Bedürftigkeits Prüfung erstmal überstehen muss. Und deshalb ist Ihre einfache Antwort, und das eint jetzt leider auch unseren Koalitionspartner, zu sagen, das werden wir in der nächsten Legislaturperiode durch Einführung der Bürgerversicherung klären, einfach nicht richtig. Da lobe ich mir Ihre differenzierte Betrachtung, weil man muss ja auch wissen, dass wenn Sie das einführen und alle, egal ob Sie ein großes oder ein kleines Unternehmen führen, in der Gesamtheit eingebunden sind, Sie trotzdem dann bei höheren Einkommen neben der Bürgerversicherung dann die finanzielle Möglichkeit haben, sich noch zusätzlich zu versichern. Und damit schaffen Sie auch keine Einheitsversicherung, die ich persönlich ablehne aus der Erfahrung der letzten 40 Jahre vor der Wiedervereinigung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir an unserem gegliederten Versicherungssystem festhalten. Aber ehrlich gesagt, die Betrachtung der Wirtschaftsstärke von Selbstständigen, das ist ein Thema. Und in der Anhörung sind uns ja Vorschläge, das machen Sie auch, durch die Mindestbemessungsgrenze auf den Tisch gekommen. Da wissen Sie auch, dass da unterschiedliche Betrachtungsweisen vorgetragen worden sind. Der GKV-Spitzenverband spricht von Herabsetzung von 2.231 Euro auf die Hälfte, also 1.487 Euro. Der VDEC sagt auf 991 Euro. Sie haben jetzt von 1.000 Euro gesprochen. Der Vorschläge gibt es viele. Und das beweist jetzt einfach, dass eine einfache Lösung nicht so einfach ist. Und deshalb ist es richtig, deshalb, Herr Weinberg, Ihre letzte Feststellung ist falsch. Die Koalition hat
bisher jedenfalls bis zur Bemessungsgrenze eine Lösung für die freiwillig Versicherten jetzt im Gesetzblatt stehen. Und das kann man nicht oft genug sagen, die sich an der Belastbarkeit orientiert und deshalb einen fließenden Beitragssatz zu zahlen ist. Das heißt, wer in diesem Jahr Umsatzeinbrüche hat und schwierige Situationen, der darf den Beitrag absenken. Mit diesem einen Beitrag, niedrigen Beitrag geht er in das nächste Wirtschaftsjahr. Ist die Umsatzlage besser, muss er vielleicht auch nachzahlen. Das ist gerecht. Und auf in dieser Struktur der Belastbarkeit, der Leistungsgerechtigkeit bei gleichen Leistungen, wenn man medizinische Hilfe braucht, das ist die Grundphilosophie, auf der die Union ihre Konzepte für die Zukunft weiter aufbauen wird. Ich danke Ihnen. Der Kollege Dirk Heidenblut hat für die SPD-Fraktion das Wort.